So, jetzt fahr, mach, dass du Land gewinnst, ey. In einer 300 Kilometer langen Schlange hinter dir. Doch, mit dieser Traktor-Mod, da hättest du deine helle Freude dran. Meinst? Ja, wobei ich finde das nicht so schlimm. Ey, wollen die mich trollen? So, ich fahre jetzt. Zur Not schiebe ich euch auf Seite. Im Ernst? Was ist das? Boah, also höhere Bordsteine gab es nicht, oder? Mit dem LKW kaum mit dem Bordstein drüber, so hoch ist der. Fährt man eben auf die Raststätte und dann direkt wieder runter. Auch nicht schlecht. Ah, Strecke gucken. So, ganz viel A1. Das ist wunderprächtig. Da bin ich bestimmt mit 300.000 Mal schon lang gefahren. Weil das irgendwie so die Standardautobahn ist, wenn man vom Norden kommt und in den Westen will. Das ist ja auch die Hauptschlagader quasi. Könnte aber auch über, ah ne, wobei A2 und A7 bin ich auch schon mal gefahren, weil in Bad Oeynhausen war ich schon mal im Let's Play, das weiß ich. Ich frag mich nicht warum. Ja, Bad Oeynhausen ist auch so eine Must-Have-Stadt. Das ist, da würden mir zig andere Städte einfallen, die wichtiger sind. Ja, mir hat auch, das ist aber schon eine Weile her und ich wusste auch gar nicht, wie ich darauf großartig reagieren soll. Ich habe, glaube ich, tatsächlich einfach gar nichts dazu geschrieben, weil ich mir dachte, okay, ja gut. Mir hat doch tatsächlich in der einen Folge, wo ich nach Bad Oeynhausen gefahren bin, jemand drunter geschrieben, dass da irgendwas Wichtiges mit einer Klinik gäbe und noch andere wichtige Sachen, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Bad Oeynhausen. Aber es gibt auf jeden Fall wohl Gründe dafür, wobei ich mich dann frage, warum sind da Städte wie Freiburg und Karlsruhe nicht dabei? Weil die sind auch nicht ganz wichtig, nicht ganz unwichtig Ja, eigentlich. richtig. Weil Freiburg auch mit einer riesen Uni und Karlsruhe zum Beispiel mit dem hier Ah, Bundesverfassungsgericht. genau. Man muss es nicht immer verstehen, ja. Vor allem sind es ja auch nicht unbedingt kleine Städte, ne? Nee. Und wenn ich mir dann. Gut, vielleicht gibt es in Sangerhausen oder so ja auch was Besonderes, wer weiß. Oder in Uelzen. Weil das gibt es ja auch, die beiden. Mir auch denke, ja, very wichtig. So, könnten wir dann eventuell das Gaspedal finden? Wäre das drin? Ansonsten überhole ich. Mein Gott, was eine Schleicherei. So. Ah, ich hab's geahnt. Nochmal Bildchen. Oh nein, nicht bremsen. Gas geben. Das meinte ich eben vorhin mit der Beschilderung auch von etwas kleineren Orten, auch wenn man nicht hinfahren kann, aber immerhin sieht man sie mal, sie stehen da. Gut, Leck ist jetzt ein interessantes Beispiel. Ist aber interessant von mir zusammengeschoben worden. Lass mich rüber, lass mich rüber. Sonst schiebe ich Ich dich in glaube, den Weg. der fährt so erstmal nicht weiter. Was hast du denn gemacht? Ich habe einen LKW zusammengeschoben. Von der Zugmaschine hat nur noch die Vorderachse Kontakt zum Boden und Okay.
Der parkt jetzt etwas ungünstig an der Ampel. So, gibt's an der A7 eigentlich auch Raststätten? Nee, nur an der A1. Ich komme noch bis da runter. Ich muss gleich Pause machen. Eine Stunde 42, das geht schon. Da habe ich mich mit dem Bremsen etwas verschätzt. Das kenne ich. Vor allem, da ich ja gerne mit Retarder bremse. Mhm. Und es kommt zwar nicht häufig, aber manchmal kommt es vor, da überschätze ich den Retarder ein bisschen. Mhm. Und dann komme ich dem LKW vor mir doch irgendwie schneller nahe, als mir recht ist. Ja, dann unterschätzt du ihn aber nicht über. Ja. Doch, ich überschätze auch seine Leistung. Ja. Manchmal könnte er etwas stärker greifen. Mhm. So, Kreuz Rendsburg. Ah ja, natürlich. Nichts dagegen, wenn es mal langsam ein bisschen heller wird, weil ich könnte oder müsste noch einen Screenshot machen. Zu Ihrer Linken sehen Sie ja wahrscheinlich Kiel, ne? Wenn ich so auf die Karte gucke. Durchaus möglich, ja. Von dieser Brücke aus. Bei mir gibt's nur Landschaft. Und eine Rundumleuchte, der ich näher komme. Ziehen wir aber doch locker flockig dran vorbei. Ich meine, ich finde das hier schön mit den Traktoren, ne? Gerade so im Stadtbereich, im Überlandbereich. Hast du die. Hey, ist es im Stadtbereich nicht eher untypisch? Also, ja, wenn du jetzt wirklich Innenstadt bist? Ja. Er muss halt durch die Stadt durch, ist halt so, mein Gott. Ach so, okay, ne? Ja. Verstehe, mach weiter. Ist Ruhrpott, ja, überall. Ja, richtig, genau. Ne? Also, ist schon ganz nett. Hast du halt nicht auf der Autobahn, da macht's ja auch Sinn. Ja, auf der Autobahn wäre schlecht. Ja, richtig, aber es gehört halt auch mit dazu, finde ich, ne? Allgemein auf jeden Fall. So, ich glaube, ich schaffe das nicht bis da runter. Also in dem Pack, da sind Traktoren drin, da sind, Überziehe ich halt eine halbe Stunde. Ja. Mähdrescher mit drin und auch andere so landwirtschaftliche Fahrzeuge. Und ganz nett. Boah, bei mir wird es gerade schon wieder so mega warm. Wie ist denn das bei dir so mit den Temperaturen? Wir haben jetzt gerade aktuell. Aktuell. 26 Grad. Ah, puh! Aber das hatten sie ja angekündigt hier bei uns in der Gegend, dass das Wochenende sich so ein bisschen abkühlen soll. Ja, das ist ja schön. Dafür soll es dann aber ab Montag direkt wieder deutlich, ja, ich glaube, über 30 bei uns Grad. Ich glaube, bei uns soll es nächste Woche auch nochmal richtig reinhauen. Montag 32 Grad. Ja, keine Lust mehr mittlerweile 31. drauf. Ja, das verstehe auch, ich verstehe auch diese Monster nicht, die das gut finden. Ja, das Problem sind halt nicht die Temperaturen. Das sind für mich ganz komische Menschen. Ja. Das Problem sind halt nicht die Temperaturen, das Problem ist halt die Luftfeuchtigkeit. Ja, das auf jeden Fall. Muss ich echt mal gucken, wie ich manuell hochschalte oder runterschalte. Das ist ja hier. Das ist ja gerade auch bei uns so schlimm, hier, ne, mit dem Rhein um die Ecke. Beziehungsweise nicht nur der Rhein, also es sind ja mehrere Flüsse, die hier in der Nähe lang gehen. Das ist. Boah. Wir haben ja eigentlich fast immer hohe Luftfeuchtigkeit. Ach, ich war schon im
Und gerade dadurch, dass wir dann halt auch noch im Tal sind, so Schwarzwald, kreist das, also was heißt kreist das ein, aber an einer Seite ist halt Schwarzwald komplett, da kann irgendwie auch, da kommt irgendwie keine frische Luft an. So. Das war gerade gut. Ich habe runtergeschaltet manuell, weil ich kletter hier gerade mit 20 km/h einen Berg hoch, um dann festzustellen, oh, das war schon der erste Gang. Ups. Plötzlich war ich im Neutral. Cool. Stehen bleiben am Berg mit dem LKW. Immer wieder schön. Aber wie lange noch bis Pause? 24 Minuten. Ja, komm. Bis zu der Raststätte ziehe ich jetzt durch. Ich habe schon 700 PS hier drin in der Kiste. War jetzt hier nicht in Hamburg ab. Ganz vergessen. Ein Schild mit Steigung wäre interessant. Fährt der erste LKW an mir vorbei. Was war denn das für eine Steigung, dass du im ersten Gang da rumkriechen musstest? Ja, würde mich mal interessieren, wie viel Prozent Steigung hier ist. Weil ich kraxel hier im A3, also der dritte Gang, und mit 22 km/h. Ich meine, okay, ich habe 70 Tonnen hinten dran, aber. Ja, okay, gut. Nicht wirklich schneller. Also hängt jetzt Boah. bei mir bei 2200 Umdrehungen und da kommt nichts mehr. So ein Effekt. Also ich bin hier schön gemütlich geradeaus auf der Autobahn bei 1200 Umdrehungen ungefähr, 1300 bei 90. Im 12. Sehr angenehm. Baustelle. Waren schneller im Stillstand als ich dachte. Da musste ich gerade mal bis unten durchlatschen. Oh oh. Oh oh. Ich habe gerade dieses Achterbahngefühl. Hast du? Ja, du kommst, du bist ganz langsam hochgezogen und dann kommst du ja oben über diese Kuppe. Wo es dann richtig runtergeht. Dieses Gefühl habe ich gerade. Och, was ist das denn jetzt? Jetzt stehen wir auf der rechten Spur. Weil hier Baustelle ist. Ich traue mich eigentlich gar nicht richtig Gas zu geben. Nicht mit 70 Tonnen hinten dran. Leute, ja, wenn ihr nicht fahrt, dann kann ich euch auch nicht helfen. Dann habt ihr jetzt Pech. Dann fahre ich jetzt vor. So. Ich glaube, da hätte ich jetzt diese Schwerlast-Motoren-Mod gebraucht. 1500 PS. Und dann Ja. wäre ich da besser hochgekommen. So, die Baustelle hat mich jetzt natürlich voll aufgehalten. Ach, ich werde müde. Nee, erzähl keinen Scheiß. Das nervt mich so sehr, das hab ich Deshalb gähnt rausgenommen. der Typ mir in die Ohren. Das ist nicht, weil die Autobahn so langweilig ist. Aber da vorne ist ja die Raststätte. Der soll sich jetzt mal nicht so anstellen. Wow, toll, weißt du? Wäre die Baustelle nicht gewesen, hätte ich die Strafe jetzt nicht zahlen müssen. Jetzt habe ich Verstoß gegen die Ruhezeiten. Da kann ich nichts für. Hätte in der Baustelle mal halten können und pennen können. Aber echt, ey.
Boah, ist es warm? Kommst bergunter eine Linkskurve und weil die Kurven dann doch ein bisschen eng war, habe ich da mal ein bisschen runtergebremst, weil mit 107 bergunter mit 70 Tonnen, das wurde mir dann doch ein bisschen zu kriminell. Ja. Ja, dann kam eine Linkskurve, eine Rechtskurve und jetzt geht's wieder bergauf und wir krabbeln mit 17 Ja. Das ist mies. km/h. Hätte ich das gewusst, dass da die Steigung kommt, wäre ich ja auf dem Gas geblieben oder hätten zumindest rollen lassen mit Schwung rein in den Berg, aber. So. Dann einmal parken hier. Der anderen Seite, ich finde das schön, ne? Weil das ist, deckt das komplette Leistungsspektrum ab, ne? Was so ein LKW leisten kann und was er leisten muss. Das auf jeden Fall. So, ich habe eingeparkt. Gepennt. So, gibt es die Möglichkeit, mal kurz zu unterbrechen? Ich werde anscheinend wieder gebraucht. Für was auch immer. Ja, können wir machen. Bremsen mal, Warnblinker. Ja, dann sehen wir uns gleich. Tschüss. Tschüss.